So, dann geht's mal weiter. Dann hatten wir hier noch Nico, kubischer Kanonenschlag C, 10 Stück. Dann die Jorge Thunder Rain einmal. Und dann die Jorge Andromeda einmal. So, jetzt kommen noch ein paar Raketen. Ein paar geile Raketen. Nochmal, dann habe ich 5 Stück. Die Zink-Komet-Rakete. Bin ich schon echt gespannt. Die soll ja für die Größe echt genial sein. Schön langzerfließender goldener Effekt. Und einmal, ups, das Raketensortiment Panda Space Shuttle mit 7 Kugelkopfraketen und 2 Raketen im, ja, Jorge Diablo Style. Einmal die Red Star und die Green Star. Ja, werden natürlich Videos folgen, ist ganz klar. Und ja, das war's von der Röderbestellung. Natürlich war das nicht alles. Ich habe noch was in der Hinterhand, und zwar die Bestellung von der Feuerwerksvitrine. Ja, und dann fangen wir mal wieder mit dem kleinen Paket an. Schon vorher aufgemacht, aber noch nicht reingeguckt. So. Was haben wir hier? Oh mein Gott, ist ja alles. Das sind bestimmt die Raritäten. Extra nochmal verpackt. So. China-Knall-Sortiment Peng. Hier ist noch ein Preisschildchen drauf. Hat mal 99 Cent gekostet bei Rewe. Ist der Hammer. Naja, sowas muss man sich bewahren. Oh, hier ist ja alles einzeln verpackt. Leute, ich tue das erstmal hier von dieser schwarzen Folie entfernen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die Folie mal soweit aufgemacht. Dann gucken wir mal rein, was überall drin ist. Ja, fangen wir mal hier an. Ja, zweimal Pyrocracker von Keller mit dem alten Münchhausen-Logo. Das heißt also mit roten Ringen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann haben wir hier so 3, 4 Mal die Kanonenschlag Thundercracker Affenkomet und 4 Mal, ups, die Schweizer Gracher von Komet. Dann haben wir 2 Packungen von Komet China Bella C mit dem Pagoda-Label. Hersteller NN. Also wohl richtig geile Teile. Dann hätten wir 2 Packungen Pyrocracker Dragonbanger. Ein Feistel. Hersteller kann ich jetzt nicht sehen. Und 2 alte Packungen Pyrocracker von Veko mit dem alten Corsair Label mit den 2 Piraten drauf. Auch noch richtig fett die Teile. Alles Raritäten.
So. Dann hätten wir Schindabella D von Keller mit dem neueren 1000 Logo. 04-2000 Liu Charge, also auch noch gut, wirklich gut. Ich mach's schon auf hier oben, aber okay. Dann hatten wir zwei Packungen Chinabella B. Gourmet, wieder mit dem Pagoda-Label. Hersteller SQ. Und hier ist es Hersteller NN. Okay. Ja, einmal mit gelbem Logo. Gelbes Logo ist SQ. Und hier in dem Fall rotes Logo, beziehungsweise der rote Schweif, ist NN. So, und dann haben wir noch eine Packung Chinabella B. Mit Bo Peep Cover bzw. Horse Brand Label. Hersteller ist Yuen Long Hong. Importeur Georg Richter Hamburg. Auch nicht schlecht, die Teile da. So, weiter geht's. So, Bo Peep. Pyrocracker haben wir eine mit Red Lantern Label. Importeur Pyrotechnik Hamburg. Hersteller sehe ich jetzt. Ja, Hersteller ist dann Red Lantern, ja. Stimmt. So, zwei Packungen. Und dann haben wir noch vier Packungen ohne das Red Lantern Logo. Da ist der Hersteller wieder Yuen Long Hong. Und Georg Richter Hamburg ist der Importeur. So. Weiter geht's. Ist zwar jetzt nicht so alt das hier, aber wollte ich trotzdem haben. Und zwar von Weco mit dem etwas neueren Corsair Label. Böller Set mit Chinabella Ds, Chinabella A. Und China-Knaller, also Pyrocracker. Und zwar ist es das China-Kompakt-Sortiment. Da haben wir es. So. Weiter geht's. Nochmal Böller mit Bo-Peep-Cover. So, dann haben wir hier das nochmal klein, das Bo Peep Label. In dem Falle Importeur Georg Richter und Hersteller ist Bo Peep JL Hongkong. Ist aber dann in dem Fall auch Nico dann. Jo. Das sind Chinabella D übrigens. So. Dann haben wir nochmal Chinabella D von Keller. Auch mit dem neueren Münchhausen Logo. Aber wenn man mal hier vergleicht, die zwei. Hier das linke scheint doch älter zu sein, weil die Farben nicht so intensiv sind.
und es glänzt nicht so. Ein bisschen älter, weißgrünem Backcover. Ja. Kann man da 4 Packungen. Hier haben wir dann noch die 2. Packung, Schlag auf Schlag, also vollständig. Dann haben wir hier China-Knallerei von Komet mit Bo-Peep-Böllern, gehe ich mal von aus. Jo. Warum? Nochmal das Atlanta-Logo hier unten. Ein kleiner Schatz. So. Dann haben wir noch gigantische Knalleffekte von Feistel. Ja, ist ja zugeklebt. Auch ein schönes Teil. Und jetzt kommen wir zum letzten und dann seid ihr erlöst. China Knallbox Black Cat. Black Cat is the best you can get. Mit Fröschen drin. Feistel.